Was will uns das Ofenrohr sagen? Ich denke, es steckt ein zweideutiger Sinn dahinter. Es steht erstmals für die Redewendung mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Manche, die von diesem Objekt schon hörten, behaupten aber auch, es handelt sich gar nicht um ein Kunstobjekt, sondern um ein Radarmessgerät für die Geschwindigkeitsüberwachung auf der Umgehung. Dem setze ich aber noch eher die Vermutung entgegen, der Ideengeber hat eine unterschwellige Wehmut über den fehlenden Verkehr in der Augsburger Straße. Ein bisschen geschämt ist noch die Endlich. Danke, Tala. Dann muss ich auch ein Gedicht dazu machen. Also bringe ich euch jetzt in Gedichtform, für was das alles bedeutet, das Ofenrohr ins Gebirge schauen. Denkst dir im Leben was versauen, kannst mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Zum Beispiel, solltest dir einmal das Radl klauen, kannst mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Oder hast dein Geld versoffen bis zum Morgengrauen, kannst mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Sollte einmal deine Freundin mit einem anderen abhauen, kannst mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Ja, die einen, die haben Glück bei den Frauen und die anderen können mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Vom Stadtrat kriegt der Zöller als zweiter Bürgermeister das Vertrauen, die anderen können mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Unser Bürgermeister tut bei seinen Entscheidungen auf Verwaltung bauen. Die Bürger können mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Im Moos drüben werden es verrostete Kunstwerke bauen. Wir können mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. In Berlin drum mit einem Flughafen sind ganz die Schlauen. Aber die können nicht einmal mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Unser Verein ist bald pleite. Unser Vorstand tut Kunstwerke bauen. Dann können wir wenigstens mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Denkt man auf das Kunstwerk recht gut schauen, sonst müssen wir ohne Ofenrohr ins Gebirge schauen. Ist ungefähr so abgelaufen. Das Telefon hat gelitten. Ja, grüß Gott, hier ist Ott, was kann ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, hier ist der Brandmeier vom Verein von den Buchhammer. Ich habe da eine Frage. Können Sie sowas machen? Ja, was denn? Ja, Kanonenofen mit einem Rohr, wo man dann im Ofenrohr ins Gebirge schauen kann. Da habe ich gesagt, ja, freilich können wir das machen. Das ist ja kein Problem. Was glauben Sie denn, wie oft ich in meinem Leben schon im Ofenrohr ins Gebirge geschafft habe? Schließlich ich bin ja schon ewig verheiratet, gell? Hab ich mir gedacht. Naja. Ich habe so ein bisschen Brisantik, weil meine Tochter drüben ist und Abitur feiert. Aber ich glaube, es war gar nicht so schlecht, dass ich gekommen bin. Ich wusste gar nicht, dass so handig hergeht halt. Ja, der Verein feiert heuer das 20-jährige Jubiläum. Ja, ich habe schon gesagt, so Ich denke, das ist sicherlich einer der Höhepunkte, die dieses Jahr dann mit sich bringt, so die Einweihung dieses Kunstobjektes. Auffallend ist es schon, Buchheim hat jede Menge Metall in der Kunst. Und das vor allem am Verkehrswegen. Ja. Wir drüben in der Stadt, ich habe gesagt, die Mösler, gell, oder gesagt, so, ja, Trauze. Ja. Wir haben am Kreisel die Metaphysiker, rostig, 23.000 € hat das gekostet. Hier steht die Antwort vom Buchheim Ott. Natürlich höher, auf den Berg drauf, logisch. Hintersinniger natürlich auch, so mit Rostschutzfarbe. Und wesentlich billiger, oder? Ja, Herr Brandmeier, ich habe einen Scheck dabei. So ein Einlinger. Ein symbolischer Beitrag, also 23.000 sind es nicht geworden. Ein nicht verwendbares Ofenrohr muss man nicht gleich wegwerfen, das kann man immer noch zum Fernsehen hernehmen. Natürlich nicht so ein neumodisches 3D-Fernsehen, sondern traditionell schauen und staunen. Ich habe hier aus der Partnerstadt ein kleines Verstärkungsmittel fürs Fernsehen. Ja. Da ist er konzentriert. Mit dem Verstärkungsmittel, das funktioniert so, du sitzt hier hin und trinkst und sitzt hier hin und trinkst und sitzt hier hin und trinkst und dann, wenn du reinschaust, dann siehst du Stereo. Ich freue mich drauf, das erste Mal reinzuschauen. Danke fürs Machen und viel Spaß dabei. Also ich sehe schon, mein Gefäß ist doch nicht ganz so standfest wie ihrs, aber wir verteilen es entsprechend schon gleich mal unter die Leute. Segne du dieses Objekt, guter Gott, und segne du uns alle mit dieser Erfrischung, die du uns zusagst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.